Hallo, ich melde mich zurück aus Far Cry 3, wo wir zurzeit ein bisschen angekifft sind hier durch mysteriöse Pilze, die wir hier auch suchen sollen. Und jetzt gehen wir hier erstmal weiter. Und da vor uns ist ein Haus und da wollen wir doch mal sehen, was da drin ist. Aber hier unten auch ein Haus, wer baut denn sowas? Also. So. Dann. Huah! Alter, was geht denn hier ab? Ich will da rein. Ich will da rein. Das ist ja geil gemacht. Ist ja richtig witzig. Jetzt kann ich hier rein. Alter. Hier los? Auf was für einem Hammertrip sind wir hier? Ich hab sie gefunden. Scheiße. Okay, ich glaube, wir sind nicht mehr so ganz so angekifft. Das war ja echt krass. Hier ist das müssen unsere Pilze sein. Okay. Nehmen wir auch gleich alle mit. Nee, natürlich nur einen, damit man hinterher wieder nochmal drunter gehen kann. Genau. Mache ich auch immer so. Ja. Klar. Geil. Die Sonne geht schon wieder auf, oder ist sie schon wieder untergegangen? Da mal rein, vielleicht gibt es da was zu sehen. So, so war kriechen. Ja, okay. Ich krieche mal dran vorbei. Also, wo sind wir hier? Ah, hier gibt es einen Weg, okay. Das ist nicht schlecht, das ist gut. Sogar sehr gut. Denn wir müssen ja Lisa so schnell wie möglich wieder retten. Beziehungsweise heilen. Oh, das war knapp. Und ich glaube, die braucht die Pilze sehr dringend. Also rennen wir da einfach mal hoch. Komm, ein bisschen schneller. Das Wasser sieht doch echt geil aus von hier. Das ist echt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sind wir denn hier? Wir müssen ja die ganze Zeit wieder nach oben klettern. Da ist ja schon das Haus. Hätten wir ja hier auch einfach runtergehen können oder ist der Weg jetzt erst neu? Was war das denn? Ja, okay, ich kann nicht speichern. Auch gut. Speichere ich eben nicht, liebes Spiel. Mach immer, was du sagst. Ja, da ist doch noch eine Truhe, sagt mir das. Genau. Eine Mini-Taschenlampe. Sehr schön. Können wir immer bestimmt gut gebrauchen. Auch wenn es nur Geld bringt. Hallo? Was ist da los? Ah, okay. Ich sehe jetzt erstmal nicht nach ihr, sondern ich will wissen, Kinder, was er da macht. Kann man das sehen? Naja, ein paar Texturen mit Matsch. Oh, noch ein Medikit. Aufgenommen, das ist natürlich sehr praktisch.
Und wegen dem Skypen und weil dem Hintergrund, weil, warum der so leise ist. Also ich höre den ja klar und deutlich, fast schon zu laut. Aber ich weiß jetzt, woran es liegt. Das liebe Fraps-Programm nimmt die Soundkarte auf. Da ist das total leise quasi eingestellt. Darüber regle ich das, wie laut das Spiel ist. Total komisch. Aber über meine Kopfhörer, da ist quasi eine eigene Soundkarte drin. Und die Soundkarte in den Kopfhörern macht halt den Ton mega laut. Aber Fraps nimmt nicht den Ton von den Kopfhörern aus, nein, sondern von der Soundkarte. Also den viel zu leisen. Aber meine Stimme nimmt er natürlich über die Kopfhörer auf. Das ist alles ein bisschen creepy und ich weiß auch nicht, wie man das umstellt, aber jetzt bin ich erstmal wieder ruhig. Bis gleich. Alles klar, wir sollen jetzt also zur Medusa gehen. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge erledigen. Aber zuerst hole ich mir erst noch meinen Fähigkeitspunkt. Das ist nur ein Hüftstütze. Auch sehr praktisch. Alle sehr praktisch, aber das. Ich denke, das werde ich machen, dass ich beim Rennen nachladen kann. Das fehlt mir nämlich so ein bisschen.
Und ja, da auf dem Schreibtisch konnten wir immer noch nicht gucken, weil ich letztes Mal schon, glaube ich, gesagt habe, da lag ja irgendwas. Aber wir können es leider nicht angucken. Aber hier aufs Dach kommen wir. Normal. Also wir sehen uns dann in der nächsten Runde bei Far Cry 3. Bis dahin verabschiede ich mich. Schreibt in die Kommentare, ob es euch das Video und die alle anderen euch gefallen oder nicht. Ich versuche es mich dann zu bessern natürlich, wenn es euch nicht gefallen hat. Like doch, wenn euch das Video gefallen und gebt mir ruhig ein Abo, denn es kommen ja immer wieder neue Spiele, neue Folgen. Pipapo und bis dahin, ciao mit SCH.